So Leute, wir wurden in der letzten Folge von diesem netten, höflichen, komisch aussehenden Herr Scum genannt. Also, den beleidigen wir mal zurück. Hey, wen nennst du hier Scum, Geppetto? Dich! Willkommen im Paradies! Paradies? Das Land der ständigen Entspannung, erlösenden Töne und Sekrete im Überfluss, solange sie dein Magen ertragen kann. Irr. Was bringt denn euch hier runter? Wir suchen nach etwas ganz Alltäglichem, die Hörschnecke einer Seekuh. Hey, wir hätten da... Ist ja gut. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, von was du da sprichst. Und wenn, wäre das ein Geheimnis der Bruderschaft. Der Bruderschaft? Die Vereinigte Demokratische Brüderschaft des Seekuh Anteriors. Vereint stehen wir, gemeinsam feiern wir. Ihr Jungs lebt also hier unten? Du meinst sicher, ihr lasst hier die Puppen tanzen? Das ist unser ganz persönliches Stück vom Himmel. Du kannst gerne bleiben, aber bitte, beunruhige die Seekuh nicht. Hier mein Plan. Du schnappst dir Johnny Leberschaden da drüben und ich werde dem Anführer an den Kragen gehen und ihm die Eingeweide rausreißen. Der Bongo-spielende Holzkopf sollte für keinen von uns ein Problem sein. Wer auch immer ihn als erstes erreicht, darf ihn kalt machen. Ich persönlich würde ihm die Kehle durchschneiden. Er beißt sich ja gerne. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Also ich finde die Idee sehr gut. Ich bleibe auf Distanz und versuche, die Arterie zu treffen. Nein, nein, ich meine, wir können diese Jungs doch nicht einfach abschlachten. Die Voodoo-Lady hatte von Dekava Besitz ergriffen und sagte auch, man bräuchte sie, um an den Schwamm zu kommen. Schön. Wie lautet dann dein Plan? Ich werde mit ihnen reden. Reden? Mächtige Piraten reden nicht. Wir haben keine Zeit zum Reden. Mo, Süße, ich mach das schon. Lehn dich zurück, entspann dich ein wenig und überlass das mal schön Guybrush Threepwood. Geh und schnür dein Korsett, polier deine Stiefel oder was immer jetzt anliegt. Einverstanden. Wenn die Verhandlungen scheitern, brauchst du aber nicht angekrochen zu kommen. Schön, gut. So, wir gehen hier mal die Besatzung durch. Der Typ heißt Moose, wenn ich mich noch richtig erinnere. Guybrush Threepwood. Hola, ich bin Moose und das ist mein kleiner Santino. Er hat einen Namen? Ja, er ist mir ein Spitzname. Wie der Santino. Er ist der coolste Typ, den ich je kannte. Ah, logisch, Alter. Kann ich dich für ein Getränk begeistern? Das ist mal ein Strohhalm. Manchmal möchte man einfach einen schnellen Schluck Sekret. Dafür ist er genau richtig. Ich sollte das wirklich nicht tun. In Ordnung. Aber das bedeutet, dass du das nächste Mal ein, zwei nehmen musst. Na gut. Ich habe nachgedacht, ich möchte mich eurer Gruppe anschließen. Sprich mit Magai darüber. Er ist unser inoffizieller Chefdenker, Hombre. Man sieht sich. Bis später. Okay, Leute. Ich hatte recht, der Typ heißt Moose. Dann heißt der Typ Nugi. Ahoi! Oh, hallo! Du bist hier der Tonmeister, hä? Ich spiele einfach gern. Das entspannt mich. Ich kann das nachempfinden. Ich hatte mal eine richtig heiße Maultrommelphase. Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Ich bin Nugi. Wie heißt denn deine hübsche Freundin? Sie ist nicht wirklich meine Freundin. Ihr Name ist Morgan the Flay. Warum? Findest du, dass sie ein heißer Feger ist? Naja, ja. Sie würde dich mit Haut und Haaren verputzen wie ein Piranha, dem du den kleinen Finger in den Pool servierst. Hey, ach so geil. Tschüss, Nugi. Tschüss, Nugi. Tschüss. Also langsam, glaube ich, die haben sich ja häuslich unten eingerichtet. Aber bevor wir hier unten mit Bullei reden. Tut das der Seekuh nicht weh? Das ist ein Tier. Das scheint es nicht zu interessieren. Notiz an mich selbst. Bugeye vom Seepony-Asyl in Spinner Cay fernhalten. Sieht das sehr schön aus hier unten.
Der Affe ist aber sauer. Wie ein Pavian. Merken wir uns mal diesen Affen. Und schauen uns mal hier an. Auf der Gedenktafel steht Fischeis Alabaster, anarcho-sozialistischer Pirat und Philosoph. Ich hoffe, mein Porträt hat eines Tages auch so eine schicke Gedenktafel. Verschmutzt und vergessen in den Gedärmen meiner Seekuh. Lass mich hier raus und ich verschone dein kümmerliches Leben! Die Stimme kennen wir doch. Es ist verschlossen. Wir haben doch einen Dietrich für alles dabei. Dietrich, Heinrich, das ist Kurtrich. Bitte, bitte. Da, komplett unverschlossen. Mein Haken ist ziemlich praktisch. Aber manchmal vermisse ich die alten Greiferchen. Da! Die Tschink! Sakrum! Die Moleküle bauen sich auf! Die Formel verwirklicht sich! Wissenschaft! Ich habe hier Wissenschaft! La mort est tuée! Ich frage mich wirklich, wann ihm die Hand wirklich mal eine scheuert. Gut, wir schauen jetzt, was in der Schatzkiste drin ist. Da wurden wir vom Seelenklempner Doktor nämlich unterbrochen gerade. Weh dir, törichter Sterblicher! Du hast die sichere Verdammnis all deiner fleischigen Artgenossen heraufgeschworen! Morris, genau! Na, richtig, sehr lustig! Hi, Murray! Freeboat! Ich schätze, ich hätte damit rechnen müssen. Lang nicht mehr gesehen. Wie wurdest du hier drin gefangen? Ich bin nicht gefangen. Okay. Was hast du getan, bevor du dich entschlossen hast, es dir in der Schatzkiste, die in einer Seekuh steckt, gemütlich zu machen? Nun, meine Legion von untoten Soldaten hat eine Armada spanischer Klipper in die Knie gezwungen, als ein mächtiger Sturm unser Schiff kentern ließ. Ich kann mich nicht erinnern, von einem Kampf mit der spanischen Armada gehört zu haben. Ha! Als würde jemand mit dem Leben davonkommen, um diese Geschichte zu erzählen. Brauchst du etwas Hilfe? Hilfe? Ha! Hilfe! Ich werde dir ein Ende setzen. In Ordnung. Hat mich gefreut, mit dir zu reden, Murray. Vielleicht ein bisschen Hilfe. Hm? Wie bitte? Vielleicht mich mitnehmen. Oh, du hättest gern Hilfe. Auf geht's, Kumpel. Ah, hier drin ist es dunkel. Und warum stinkt es hier so nach vergammelter Marmelade? Also nach was alles seine stinkenden Stückchen stinken. Ist auch ziemlich interessant. Gut. Ahoi. Jetzt reden wir noch mit ihm. Tut mir leid, ich glaube, ich habe deinen Namen nicht richtig verstanden. Ich heiße Buckeye. Ich bin in mich gegangen und möchte jetzt der Vereinigten Demokratischen Bruderschaft des Seekuh-Anterieurs beitreten. Ist dem so? Ja, allerdings muss ich zugeben, dass ich gleichzeitig eine Bewerbung bei der oligarchischen Gesellschaft der Alpaka-Kamele eingereicht habe, aber nur als zweites Standbein. Das hat nicht zufälligerweise etwas mit einer verschollenen Hörschnecke zu tun, oder? Ach, woher? Nee. Mir gefällt einfach, wie du so drauf bist. Also, über die Aufnahme wird durch einstimmige Wahl entschieden. Das gilt auch für einen Piraten wie dich. Schließlich leben wir in einer Demokratie. Nugi, Moose, Santino und meine Wenigkeit gründeten ein Kollektiv, weil wir es satt hatten, ständig von tyrannischen Abenteurern, die irgendeinem bedeutungslosen Schmuckstück hinterherjagen, wie Sklaven missbraucht zu werden. Wie ein, sagen wir mal, riesiger Schwamm? Ganz genau. Wir kehren nie wieder in unser altes Leben zurück. Die Bruderschaft haben wir gegründet, um sicherzustellen, dass dieses Abenteuer ein Abenteuer ohne Ende ist. Weg mit dem Kerl! Und den ganzen anderen Kram. Soll ich eine Wahl anberaumen? Ja, ich habe immerhin schon einen Fuß in der Tür. Meine Herren, unsere Goldlocke hier würde gerne der Bruderschaft beitreten. Klasse, wir haben Wahlen, meine Lieblingszeit. Bruder Nugi, die Aufnahme eines gewissen Guybrush Threepwood betreffend. Was sagst du dazu? Tja, nein. Nein, ich denke nicht. Was hat er denn zu bieten? Bruder Moose, was sagst du? Ich schließe mich hier meinem kleinen Santino an. Ein ganz offensichtliches Nein. Was? Das ist doch lächerlich. Ja, meine Stimme, Bruder. Und natürlich meine Stimme.
Sie lautet nein. Ich bin schockiert. Nicht eine einzige Ja-Stimme. Das ist ja noch schlechter als mein Ergebnis bei der Wahl zum Klassensprecher. So, wir müssen im nächsten Part uns Stimmen holen. Ich sage, das machen wir auch im nächsten Part. Ich sage, Wiederschauen, reingehauen und Servus.